Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell Sport, bei uns in der Sendung heute mit Birgit von Benzel. Schönen guten Abend. Was für eine Blamage. 8:0 hieß es am Ende beim Spiel Bayern gegen Hamburg. Mit dem Wintersport, da war richtig viel los. Es gab ein packendes Finish im Massenstart der Biathleten mit deutscher Beteiligung. Arndt Peiffer macht es heute spannend bis zum Schluss. Mit seinem furiosen Endspurt setzte Peiffer zum Abschluss des Heimweltcups in Oberhof das Highlight für die deutschen Skijäger. Die Bundesliga ist zwar in der Winterpause, doch Wechselgerüchte gibt es trotzdem. Mehr dazu jetzt im Sportblock. Hallo und herzlich willkommen zum RTL Frühmagazin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagmorgen. Was kannst du mir noch für einen Tipp geben? Tipps? Bin ich verrückt? Du bist die größte Konkurrenz hier für mich. So eine Expeditionskreuzfahrt ist ein großes Abenteuer. Die Jungs rauschen hier mit Tempo 40 an, schießen dann über die Rampe, fliegen bis zu 6 Meter durch die Luft. Das ist wirklich nicht ungefährlich. Gleich geht's los, gleich bin ich die Nächste. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, auch wenn es gar nicht so schnell wird. Nur 140 km/h. Die erste Trainingseinheit beherrscht den Kampf gegen den eigenen Körper. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen einen schönen Abend. Wir sind da. Bis dann. Tschüss. Tschüss.